zusammen, ich bin's wieder, die Cat. Und in diesem Video zeige ich euch nochmal eine ganz schöne Aufwärmübung, die auch wirklich koordinativ anspruchsvoll ist. Deshalb gar nicht lange rumzappeln. Auf geht's. So ihr Lieben, schauen wir uns erstmal den Grundschritt an. Der Grundschritt ist ein ganz normaler Hopserlauf. Ja? Locker gehopst. Hopserlauf sieht so aus. Wir fangen mit dem linken Bein an. Linkssprung, Rechtssprung, Linkssprung, Rechtssprung, Linkssprung, Rechtssprung, Linkssprung, Rechtssprung. Ja, das ist ein Hopserlauf. So, jetzt bauen wir die Drehung ein in den Grundschritt. Ja? Wir fangen wieder mit dem linken Bein an. Linkes Bein geht vor. Linkes Bein springt zuerst. Wir haben einen Sprung, zweiten Sprung und ich drehe über links, drehe über links, drehe über links. Ja, also ich habe zwei vorwärts und zwei rückwärts mit einer Drehung jeweils über links. Also nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Für die Spezialisten unter euch, wenn ihr gerne noch eure Beine etwas mehr sortieren möchtet, dann könnt ihr darauf achten, dass ihr beim Hopserlauf vorne das Bein eher wie ein Pferdchen hochnimmt und bei dem Hopserlauf rückwärts in eine Anfersposition kommt. Aber das nur für die Spezialisten. So, wir haben also immer vier Hopserläufe. Und bei den ersten vier Zählzeiten gehen die Arme, machen unseren Sonnenaufgang. Das heißt, ich starte unten. Eins, zwei, drei, vier. Schöne Ballettpositionen, ja? Dann haben wir bei dem nächsten Viererset den Sonnenuntergang. Das heißt, wir gehen nach oben zuerst mit den Armen, holen die Sonne vom Himmel. Eins, zwei, drei, vier. Ja, diese zwei Bewegungen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Probieren wir das mal mit dem Hopserlauf. Okay, links geht's los. Eins, zwei, drei, vier. Ja, jetzt sind wir wieder am Start. Jetzt kommt der Sonnenuntergang. Eins, zwei, drei, vier. Anfang. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wenn es nicht sofort gelingt, lasst euch Zeit, nehmt Geschwindigkeit raus. Und wenn es schon richtig gut klappt, steigert euch in der Geschwindigkeit. Das kann man auch noch wunderbar in verschiedene Richtungen abwandeln. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Macht es gerne im Team, zu zweit und in einer Gruppe. Meistens ist es immer relativ lustig, was der Körper dann alles so macht. Für mehr schöne Off-Ice-Übungen folgt auf jeden Fall unserem YouTube-Kanal. Und bei Fragen schreibt mir jederzeit gerne. Also, wir sehen uns im nächsten Video.